So, ich kaufe mal den Drachen. So. Die sind auch so weit erhöht. Das ist okay. Wer ist er? Einfach nur ein Helfer. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Nahkämpfer ist. Nee, ist ein Fernkämpfer. Okay, dann steht er da richtig. Jawohl. So sieht das doch gut aus. Die rushen da ziemlich das Feld kaputt. Hey, gut gespielt, Alter. Yeah, Runde 6 gegen Bradley. Aha, da ist eine Druide, die nehme ich mal mit rein. Feuerriese ist ein Tank. Ich hätte ja gern noch eine Verschmelzung. Die hätte ich tatsächlich gerne. Aber ich guck noch mal hier. Also. Zack. Die Druidin, die wir jetzt gekauft haben, ist für eine Verschmelzung schon mal. Um unsere Druidin zu pushen. Oha, die wurde jetzt direkt zerstört. Das ist gefährlich. Aber noch sieht das gut aus. Yes. Ja gut, jetzt wurde unsere Druidin ziemlich schnell umgenagelt. Aber der grüne Drache, der macht ziemlich gute DPS. Hier, ein Fernkämpfer. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen neuen Fernkämpfer. Ich nehme mal den epischen hier, der wird mehr Schaden machen. Die Schleicherin. Und Rolleimer, hier ist nochmal eine Druidin. Die kaufe ich auch nochmal. So, dann hole ich hier nochmal. Geht leider nicht. Habe ich jetzt mal mit aufs Feld gepackt. Macht halt Schaden. Oha. Okay, die Runde haben wir verloren. Hier ist nämlich noch ein, hier ist ein Zauber aktiv. Da sind gute Zauber aktiv. Und er hat die Level 2 Jägerin. Mal schauen, gegen wen wir spielen. Nightwalker. Die Hydra nehme ich mal mit rein. Ich hätte ja gern noch eine Verbesserung. So, mal schauen. Vielleicht haben wir mit der Hydra nochmal eine bessere Chance. Ah, sieht nicht so aus. Die haben einfach zu wenig Leben. Die haben einfach zu wenig HP. Das Team, das wir jetzt haben. So, in der nächsten Runde, jetzt müssen wir mal eine Verschmelzung haben.
So, ich nehme dann mal erstmal nichts mit rein. Ich verkaufe die Eimer, die wir hier in der Bank haben. Genauso wie den Helfer hier. 58 DPS habe ich auch mal verkauft. Nehme dafür den Tank. Und die beiden Nahkämpfer. Oha, der ist sehr gut. Der hat die Sterne. Der Typ hat die Sterne. Man sieht's. Das Feld wird leergeräumt. Das Feld wird einfach leergeräumt. Aber Rang 16, nicht schlecht. Nicht Rang 1, aber dafür Rang 16. Ich würde sagen, direkt noch eine Runde. Auf geht's. Doc Lukas. Oh, zwei Orks, die nehme ich direkt. Und die Druiden können wir uns nicht leisten. Dann, das ist der hat 91, 73, 61. Ich verkaufe mal das Gespenst und den mit 73 DPS. Und pack dafür, das sind Fernkämpfer, Nahkämpfer. Die packe ich nach vorne, den Fernkämpfer nach hinten und kaufe einmal XP. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt ist kein Heiler dabei. Okay, ist nicht so gut. Da fehlt jetzt auch wohl noch mal der Supporter. Und die haben auch jeder einen angegriffen. Vielleicht, wenn man die hintereinander stellt, greifen greifen beide quasi den auf einer Linie an. Das könnte unter Umständen gut sein. Die Druide nehme ich mal mit rein. Und die Hydra. Und den Schwertmeister. So. Dann würde ich die mal hintereinander stellen. Den hier verkaufen. 60, 77, 70. Die Hydra packe ich dann auch nochmal mit dahin. Und den Tank nach vorne. So, dann gucken wir mal. Ja, sieht besser aus. Das sieht besser aus. Lele. Er hat bisher nur gewonnen, also hat er ein gutes Setup. Ein schwerer Gegner. Gespenst und er und er. Zurück. Zauber können wir noch nicht nehmen. Zauber können wir noch nicht nehmen. Dann hole ich erstmal XP. Dann können wir nämlich noch einen mit dazu nehmen. Und zwar die Druiden. So. Er hat, ich glaube, eine Jägerin. Stufe 2.
Also am besten haben wir mit der Heilerin gespielt. Deshalb nehme ich die jetzt mal mit rein. Könnte schon zu spät sein dafür. So, okay, jetzt können wir den auch mit reinstellen. Und... die Heilung verdoppeln. Und die Abwehr etwas pushen. Mehr können wir nicht machen. Jetzt nur hoffen, dass die Heilerin nicht sofort umgehauen wird. Ja, ein Heal ist durchgegangen. Das sieht gut aus. Yes. Das sieht gut aus. So, ich würfel mal noch nicht, sondern baue erstmal die Zauber aus. So, mehr geht nicht. Maximale Zauber. Plus XP. Kaufe ich einmal. So, und dann nehmen wir das gleiche Setup und hoffen, dass das klappt. Mal gucken. Ah, sind schon welche mit 2 Sternen dabei. Also sehr stark. Die haben halt viele HP. Aber wir haben dafür einen Heiler. Muss man mal gucken. Aber es wird nicht... Ne, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Der mit 2 Sternen hat es rausgerissen. Und wir sind, glaube ich, auch schon rausgeflogen. Ne? Ja. Aber Rang 49, immerhin. Da hat der Heiler gefehlt. Und die Verschmelzung. Ah, wir machen das direkt nochmal. Mal schauen, wie es gleich läuft. Es kommt doch immer darauf an, was dir vorgeschlagen wird. Ne? Man muss aber das, was man bekommt, auch vernünftig nutzen. Wenn man keine Verschmelzung bekommt, ich glaube, man darf nicht auf die Verschmelzung hoffen. Man darf nicht auf die Verschmelzung hoffen. So, Gnoll, Gespenst, Schwertmeister. Also als erstes verkaufe ich mal die, die wir haben. Oder für den Tank. Mit der Hydra. Guck mal, was passiert. Tank mit Hydra. Ah, sieht schwierig aus. Ja. Das war schwierig. Aber es ist kein schlechtes Setup. Kein schlechtes Setup. Der Fernkämpfer war jetzt nur etwas weiter weg. Insgesamt. Den Schwertmeister haben wir schon, oder? Ja, dann hole ich mir hier schon mal den zweiten. So, der kann erstmal mit aufs Feld. Und dazu... erstmal nichts weiter, sondern ich kaufe erstmal XP. Und dann noch den Ork dazu. Ah. Jetzt haben wir den auch gleich. Auf Level 2, ja. Super, gewonnen. Sehr schön. Ja, und der Schwertmeister müsste schon Stufe 2 sein als Tank jetzt.
Ja, der ist Stufe 2, man sieht's. So, nehme ich den schon mal mit rein. Pack ihn mit aufs Feld. Ich kaufe mal XP. Zack, jetzt können wir noch einen mit reinnehmen. Dafür kaufe ich einfach mal das Gespenst und pack das mit aufs Feld. Einfach nur, weil wir es haben. Na, das sind alles... Genau, zwei Tanks plus ein Nahkämpfer und so. Okay, das Feld ist schon mal voll. Gucken wir mal. Ja, mit dem Supporter noch im Hintergrund sieht das gut aus. Gegen Hexen. So, ich kaufe dann mal den Zauber. Und einmal die XP. So, mehr können wir nicht machen. Jawohl. Ja, die Tanks fallen nicht so schnell um und machen auch relativ moderaten Schaden. Ein Tank ist sogar noch am Leben. Wicked Waldo. So, ich kaufe erstmal XP. Jetzt können wir noch einen mit reinnehmen, einen mehr. Hier, Verschmelzung für den Vampir. Ich verkaufe mal das. Nee. Für den gibt es 2 Gold. So, dann haben wir den auf Stufe 2. So, mehr können wir nicht machen. Ist aber nicht schlimm. XP haben wir ja schon gekauft. Nahkämpfer auch. Oh, der Jäger da unten vögelt aber ganz schön. Oder was auch immer das da sein soll. Der da unten hat ganz schön aufgeräumt. Ich glaube, die Aufstellung müssen wir noch mal ändern. Eine Hydra. Die nehme ich mal nicht mit rein. Ich nehme den... Oh, hier. Den nehme ich mal als geile Sau mit rein. Und... Kauf mir kein Zauber, sondern XP. Bis da haut das hin. Okay, er ist ein Nahkämpfer. Den packe ich dann mal hier hinter. Und jetzt gucke ich mal, was passiert. Der ist nämlich Legendary. Yes. Wunderbar. Besiegt. Taifu. Uiuiui. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. The Burger.
Aha. Noch eine Hydra. Ich nehme die mal. Ich kaufe nochmal XP, dann können wir die Hydra mit draufpacken aufs Feld. Ich packe den auch nochmal in die erste Reihe. Aber in die Mitte. So. So stelle ich die jetzt mal auf. Dann sind die Tanks eher linkslastig. Sieht sehr knapp aus. Ich glaube, das wird nichts. Er hat einen Heiler. Ja, er hat einen Heiler. Deshalb ist rechts der Stufe 2 ja nicht gefallen. Schade, Top 22. Nicht schlecht. Da hat jetzt echt der Heiler gefehlt. Da hat nun nur der Heiler gefehlt.